Ein herzliches Willkommen zu Hearthstone. Und wir haben ja im Grunde das letzte Mal absolut versagt. Wir wollen es nicht beschönigen. Ich will es nicht beschönigen, wir haben versagt. Gehen wir mal eine neue Quest an. Ich habe den Jäger noch nicht umgestellt. Das mache ich mal in einer ruhigen Minute. Und wir gehen mal die Queste hier an. Es ist eine neue Queste dazugekommen. Wirkt 40 Zauber. Jo, ich denke mal, die können wir mit... Die kann ich einfach da mitnehmen, ne? Wir können zwei Spiele gewinnen als Priester oder Hexenmeister. Ihr seht, als Priester habe ich noch gar nicht gespielt. Also noch kein einziges Mal. Dann würde ich sagen, wir probieren es mal lieber als Druide. Und ich hoffe... Ich hoffe, der Fluch des Verlustes, der Fluch der Niederlage, wendet sich jetzt ab von mir. Wäre ja blöd, ne, wenn wir nur Niederlagen hier haben. Ich will euch nicht nur praktisch Siege zeigen und alles andere rausschneiden, aber... Ich sag auch, so ein paar Siege wären nicht schlecht. Sieht auch blöd aus. Gegen Thrall. Wenn ich hier nur verliere, nur schlecht spiele. Ich muss die Wildnis schützen. Ja, warum nicht? Lassen wir mal. Lassen wir mal, denn dann können wir kontinuierlich raus. Vielleicht ein Diener Spott. Monk. Der elfte Monk. Das ist wieder so ein Lama. Wo die Partie wieder 1000 Jahre dauert. Anzunehmen, ne? Geht gleich gut los. Geht ja gleich gut los. Aber es kann natürlich auch sein, dass es so ist, dass es wirklich was mit dem Handy zu tun hat. Das spielen bestimmt manche auch auf dem Handy. Und da geht es 100% ein bisschen langsamer. Ach Gott. Grüße. Los, Monk. Spiel raus. Lass dich nicht bitten. Was tun? Was tun? Boah, wieso? Wie kann man denn schon am Anfang überlegen? Ist mir zu hoch. Ist mir echt so, wir haben zwei Zweier, ne? Oh, das Schlechteste. Und Spott. Auf den wird dann Spott nicht schlecht, ne? Dann sollten wir mal bis vier warten. Warten. Bis wir vier Mana-Kristalle haben. Und nicht alles gleich rausfeuern. Eventuell, ne? Oh Gott, was ist denn los? 25? 25. Okay. Und? Fertig. Hier ist der Button für fertig. Hallo. Button für fertig. Findest du den nicht? Bist du so? Spielst du schon die ganze Nacht durch, oder? Ganze Nacht durch bis 10 Uhr früh. Es bleibt nicht viel Zeit. Was ist denn das? Sag's mir. Eingeschlafen. Auf den Tisch geknallt, der Kopf. Oder will er dadurch gewinnen? Ich frage mich. Na, und denkt, ah, der Gegner gibt vielleicht auf, wenn ich so langsam spiele. Aber bevor ich überhaupt was mache. Ah, nehmen wir das. Das Ei. Wir nehmen lieber mal das Ei. Ich weiß nicht. Denn dieses Ei, das ruft mir einen 4-4er Nerupe raus, wenn es denn schlüpft. Ja. Ach, Monk. Bist du in Meditation versunken, oder? Hallo? Meine Güte.
Güte! Oh, das kann man ja mit anschauen, oder? Das kann man echt nicht mit anschauen. Ich könnte natürlich Schrott machen. Fällt mir gerade auf. Könnte ich natürlich auch tun. Aber wir machen jetzt erstmal den hier. Ja, wir könnten hier Spott drauf. Und dann können wir angreifen. Wäre natürlich auch eine Possibility. Und dann ist er ja eh irgendwann mal auch hinüber. Sollten wir uns überlegen. Verursacht 5 Schaden. Ja, wir erstmal das Wildtier raus. Und Quatsch. Mal das hier weg. Und Angriff. Hätte beinahe vergessen. Hätte beinahe den Angriff vergessen. Ja, so schläfert mich Monk ein. Ist vielleicht seine Taktik, ne? Mich so einzuschläfern, dass ich nicht mehr gut denken kann. Schnell denken. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Jo. Oh Gott sei Dank. Kann ich mit leben. Kommt denn da alles an? Verursacht 5 Schaden. Würde ich mal sagen, wäre jetzt nicht schlecht 5 Schaden. Und eine Karte. Angriff 2. Okay. Wer ärgert uns mehr? Im Grunde egal, ne? Hauen wir mal rein. Oder wartet mal, was ist denn das hier? Zauberschaden, ne? Egal. Hauen wir lieber rein. Wir können nämlich dann noch, fügt einem Diener einen Schaden zu. Und eine Karte ziehen. Ist vielleicht nicht das Schlechteste. Denk ich. Haut uns ganz schön Schaden rein. Ne? Wir haben aber eine Schild 8 Leben wieder hier Karte. Können wir also ab. Sag mal, so viel? Hat der Windzorn? Ach so, das habe ich vergessen. Huch. Das habe ich nicht gesehen. Was soll halt. Was habe ich zu. Zugespinnet gesagt? Man soll sich. Alle Fälle immer mal die Karten anschauen, ne? So, pass auf. Den hier. Dann stehen wir uns neben her. Und Rüstung. Für die Wildnis. Mach die jetzt immer da. Weil es kann sein, dass er die wieder aufpimpt und mich in Grund und Boden haut. Deswegen, ne? Ja, das war ein bisschen blöd, ne, mit dem Kerl. Den hätten wir natürlich wegfeuern müssen. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus, ne? Wie viel bekommen wir hier? 2. Reicht nicht. Reicht nicht. 2. Aber okay, wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem. Wir hätten hier noch 2 Mana-Kristalle. Brauchen wir die? Nee, ne? Erstmal noch nicht.
eigentlich erstmal noch nicht. Ja, das war ein Fehler hier. Ich hab den nicht gesehen, ne? Na, zugespielt, jetzt kannst du feixen. Zu dir sage ich noch. Schau auf die Karten. Schau auf die Karten. Wieso war eigentlich... Das war doch 2 bis 3 Schaden. Fügt allen 2 bis 3 Schaden. Natürlich fügt er nicht nur 2 Schaden hinzu, sondern 3. Na? Wir haben auch noch Pech dazu. Ne? Das müssen wir natürlich jetzt mal sagen. Wir haben einfach auch noch Pech dazu. Und hier hat er 3 bis 6 Schaden. Und da haben wir auch noch das Pech. Tja. Tja, der Fehler hat uns alles gekostet, ne? Alles. Leider. So schlecht sah es gar nicht aus, finde ich. Bei uns. Aber geht schon gut los, ne? Was machen wir denn überhaupt mit dem nächsten Gold? Was denkt ihr? Gegen Ucha. Ich produziere dummerweise vor. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich muss die Wildnis schützen. Und so wisst ihr nicht... Gut, das lassen wir mal hier. Trotzdem kommen die weg, auch wenn wir Mana-Kristalle haben. Das kommt uns eigentlich ganz gut zu Pass, Alui. Das ist vielleicht nicht so schlecht, wenn der mir so Dinge hier rauswirft, dann kann es sein, dass er schnell mal viele dort hat. Hm. Ja. Ja, was machen wir mit dem Gold dann, ne? Kaufen wir uns ein weiteres Abenteuer? Oder machen... Wir könnten natürlich auch mal einen Arena-Kampf machen, ne? So, einfach nur, damit ich den euch mal zeige. Weil die mache ich ja nun gar nicht. Wäre eine Possibility. Ach, was ist denn? Achso, ich bin... Ach, Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Jetzt bin ich der Dumme. Geplaudert. Was ist denn, ne? Ich rieche Blut. Es tut mir leid. Aloy. Es tut mir so leid. Wird nicht wieder vorkommen. Ja, ich weiß wohl die Gedanken, was wir mit den Gold machen. So, 4 Schaden. Wir könnten jetzt 3. 3 reicht uns nicht. Dann Wildtier raus. Das nächste. Den mag ich nicht. Fügt einem Feind 4 Schaden zu. Wir könnten jetzt... Wir haben nix. Hm. Für die Wildnis. Wir sind noch gar nicht so. Und hauen mal hier zu. Obwohl wir ja eigentlich den Gedanken manipulieren, aber wir werden... Bekommen zu viel Schaden. Bekommen einfach jetzt schon zu viel Schaden. Eieiei, wir haben... Wir haben leider... Nee, noch nicht. Noch nicht. Für die Wildnis. Ja, ich könnte natürlich den hier. Vielleicht sollte ich es auch machen, aber... Ah, ich weiß es immer nicht. Fügt einem Feind 4 und allen anderen 1 zu. Vielleicht bringt er jetzt was raus, ne? Hm. Schwierig. Mist. 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 Ich finde es richtig schwierig. Einmal lassen wir es noch. Wildnis. Einmal lassen wir es noch und nehmen es hin.
Ein letztes Mal. Ich glaube, es ist falsch, aber einmal lassen wir es noch. Was bringt das? Was bringt das? Was bringt... Der Frostwolf-Clan ist bereit. Nein, nicht der Frostwolf-Clan. Oh Mann, der hätte alles rausbringen können, nur den Frostwolf-Clan. Verdammt und zugenäht. Ja, da weiß ich natürlich nicht, wo ich drauf machen soll. Was? Ja, dann bin ich am Ende. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Spotter. Ich könnte natürlich jetzt die 4 Schaden machen, aber ja, was soll's, ne? Was bringt's? Auf der anderen Seite, wenn er ja noch einen raus, ja, und ich übernehme, dann nimmt er eh immer den kleinsten, habe ich gemerkt. Melde mich zum Dienst. Ja, das war... Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Nicht sehr clever. Passt auf. Dann haben wir mal den Mist hier. Haben noch 2. Hm, 2 nützen uns nichts, ne? Oder? Nö. 2 nützt uns nichts. Na gut, wir hätten noch uns 8 Leben herstellen können. Ja, es war nicht so schlecht, dass er den hier genommen hat, aber ändert natürlich nichts an der Sachlage. Ändert gar nichts an der Sachlage. Super. Super! Klappt hervorragend hier. Na? Und, was bringst du noch? Schilde hoch! Vielleicht Todesröcheln. Tja, bringt ja voll was, dann bin ich tot. Dann bin ich so gut wie tot. 6 plus 3 ist 9. Achso, wir haben noch einen Mana-Kristall, okay. Ja, das nützt nichts. Wenn wir überhaupt noch eine kleine Chance haben wollen, das Ganze zu drehen. Zwei Schaden. 3 Schaden. Jetzt kann man das natürlich nicht machen hier, ne? Ja, was soll's? Wer seid ihr? Was soll's? Was sind wir da mit unseren 2 Punkten? Wahrscheinlich hat er noch einen Ansturm und dann ist es um uns geschehen. Wissen, 2 macht der gleich? Ich habe gedacht, 1 macht der. Ja, okay. Sehe ich ein. Ach so, das hat was... Ach, ich muss 40 Zauber in einem Rutsch hier machen. Also ihr seht, meine Niederlage-Serie, die hört nicht auf. Okay, Schamane oder Hexenmeister? Okay. Können natürlich auch mal jetzt auf dem Hexenmeister umswitchen. Und dann machen wir noch 2 Spiele mit dem Hexenmeister. Oder? Oder? Oder nee. Wir hören erstmal auf. Na? Ich mach gleich noch ein halbes Stündchen, kann ich noch? Bis um 11 ungefähr. Also bis kurz nach 11. Und dann versuchen wir es mal mit dem Hexenmeister, ne? Also, tja, so sieht's aus. Tut mir leid. Ciao, ciao.